wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, Zuschauer, liebes Publikum, zur zweiten Sportshow Besser Wissen. Erste ist sehr gut gestartet, zweite ist auch sehr gut besetzt mit Talkgästen, mit interessanten Talkgästen, unterschiedlichen Talkgästen aus unterschiedlichen Sportarten. Nochmal ganz kurz zum Konzept. Gedacht ist es ja, dass sowohl der Spitzensport als auch die Randsportarten hier in der Region, Metropolregion, auch hier gezeigt werden, vorgestellt werden, im Talk vorgestellt werden, aber auch in anderer Form, wenn wir nachher sehen. Also sehr interessant aufgebaut, sehr informierend. Und die erste Sache war ja mit Waldhof, war dieses Punktespiel, beziehungsweise dieser Punkteabzug, was hier sehr interessant diskutiert wurde. Wir haben Metropolregion, hinten dran steht auch Metropoljournal TV. Das Ganze wird also gefilmt. An der Stelle bitte mit Handys ein bisschen achten, dass die Kameras dann nicht durchlaufen werden oder irgendwie davor gehalten werden. Wäre ein bisschen unglücklich, weil wir filmen das ganze Jahr. Das Ganze wird ja auch im TV-Bereich dann gesendet und da wäre es dann nett, wenn man da ein bisschen mit drauf achtet. Metropolregion heißt auch, wir beziehen uns ganz bewusst auf diese Region und wir beziehen auch ganz bewusst sowas wie Mundart mit ein. Das ist auch ein Teil dieser Show, nicht ausschließlich, aber wird ein Teil der Show sein, wird abwechselnd auch gemacht werden, aber sollte ein Übergang, ein Eingang auch sein, den wir hier jetzt gleich mal nutzen werden. Machen wir ein kleines philosophisches Mundartfensterlein auf und beginnen hiermit offiziell dann diesen Abend. Jeder Tag ist ein Tag, wie er noch nie war. Und jeden Tag wird die Karte neu gemischt. Jeder Tag ist ein Tag schön, wie er die war. Und jeder Tag verjagt die Dunkelheit mit Licht. Und jeder Tag verjagt die Dunkelheit mit Licht. Jeder Tag ist einmalig, so wie du es bist. Und der neue Tag lässt dich nicht im Stich. Und der neue Tag weckt dich immer mit dem Lächeln. Und er ist verumme und kostet dich wirklich nichts. Jo, der Himmel deiner Welt wird auch nicht bloß blau sein. Doch in der Wolke scheint die Sonne garantiert jeden Tag. Mancher Weg wird einmal auf, aber arm und ab gehen. Doch das bringt Erfahrung und macht dein Herz kräftig und stark. Jo, und die Farbe deiner Welt, die wird einmal grau sein. Doch das gehört zum Leben und legt nicht keine Spur an dir. Lass in deinem Leben fünfe einmal grad sein und lass dich nicht verleiden von Hass, Neid oder Gier. Das war das Mundartgedicht Jeder Tag. Hat eine Message drin, die wir auch gleich als Übergang nehmen. Nämlich jeder Tag ist ein Tag, wie er noch nie war. Und jeden Tag werden die Karten neu gemischt. Machen wir die Brücke zum Sport. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Oder das, was wir jetzt sehen werden. Nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Und ich darf den Rainer Manz dann langsam mit seiner Truppe hierher bitten. Rainer Manz ist also amtierender Kickbox-Weltmeister hier aus Mannheim. Das sind auch die Dinge, die man mit dieser Serie, TV-Serie, auch in den Mittelpunkt setzen wollen, sollen und im Grunde genommen auch müssen. Weil war mir zum Beispiel völlig unbekannt, dass so ein Mann hier in unserer unmittelbarer Nähe ist. Also Rainer Manz mit seiner Sportschule und Kampfsportschule wird uns dann hier gleich jetzt mit einer entsprechenden Show den weiteren Eingang und Zugang zum sportlichen Bereich geben, wo dann Gerhard Mertin dann nachher die Sportmoderation beginnt. Hey!
das wäre aber. Stopp! Halt! Ah! 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 Das waren Finn und Elias, beide 8 Jahre alt. Wie lange macht ihr schon Kickboxen? Also ich so 4 oder 3. 4 oder 3 Jahre? 4. 4 Jahre. Und was hat euch zum Kickboxen gebracht? Hat ihr denn lieber Fußball gespielt? Ist Kickboxen schöner? Ja. Wunderbar, vielen Dank, habt ihr ganz toll gemacht. Ich will gleich wieder hinsetzen. Mit dabei waren auch Sascha.
Mannschaft. Wie lange machst du das schon? 2 Jahre mache ich das jetzt von Rainer. 2 Jahre? Genau. Was schon gewonnen? Letztes Jahr die deutsche Meisterschaft im Pointfighting. Dieses Jahr hat es leider nur für den 3. Platz gereicht. Nur? Ja, leider. Und ja, die nächsten Erfolge kommen auf jeden Fall. Die werden sicher kommen, wenn man das gesehen hat. Okay, vielen Dank. Ja. Dann war der Markus da. Markus. Hallo Markus, seit wann machst du das? 5,5 Monate. 5,5 Monate? Und vorher? Ja, vorher war ich schon längere Zeit bei der Dirk Kieferdahl Karate und auch mal bei Muay Thai in Sandhof. Wunderbar, aber für 5,5 Monate war das schon sehr, habt ihr schon gut zusammen gemacht. Also keine Sorgen wegen Verletzungen. Nicht volles Vertrauen. Okay, wunderbar. Dankeschön, Markus. So. Und dann als vorletztes, bevor ich den Rainer komme, als letztes ist Semira. 13 Jahre alt, ich darf sagen, dein Alter. Und du warst sehr erfolgreich schon, dreifache deutsche Meisterin. Und auch in welcher Klasse war das? In der, also Gleichkontakt. Und bei den Senioren und bei den Jugendlichen. Bei Senioren und Jugendlichen. Und wann steht die nächste Meisterschaft an, die du holen wirst, weil favorisiert bist? In 2 Wochen. In 2 Wochen, da warten wir auf dich. Okay, Semira, vielen Dank. Weiter geht's, ja. Dann bitte nimm mal Platz. Du hast ein eigenes Mikro. Ja, Rainer, vielen Dank, war sehr eindrucksvoll. Du warst Profi-Kickbox-Weltmeister. Ich war Profi-Kickbox-Weltmeister, wie mehrfacher Weltmeister, bei der Amateure, wie Ober. Mehrfacher deutscher Meister in meiner Laufbahn. Nach 34 Jahren sollte ich schon ein bisschen was gesammelt. Wir dürfen sagen, wie alt du bist? 41. 41. Genau. Und bist frisch gebackener Europameister. Ich habe es mir ja nochmal bewiesen. Sieht man ja nochmal. Genau. Das war genau am Wochenende. Am Wochenende habe ich schon mal gegeben. Und du warst, ich glaube, dreifach erfolgreich. Ne? Dreifach. Erklär uns bitte, was der Unterschied zwischen den einzelnen Disziplinen ist. So, es gibt verschiedene Disziplinen. Also einmal das Semikontakt oder andere Bezeichnung Pointfighting. Das kann man so vergleichen wie das Fechten. Man kämpft und nach jedem Treffer stoppt man und da werden die Punkte bewertet. Beim Leichtkontakt ist es Durchkämpfen, man kämpft die Zeit durch, aber da werden danach die Punkte bewertet. Und der Ringsport, ganz einfach Vollkontakt, das wird im Ring betrieben. Das Ziel dann auch, man kann auch den Gegner K.O. schlagen. Und wie gesagt, in den 3 Bereichen habe ich immer gekämpft. Deswegen am Moment habe ich das immer in Semikontakt gemacht. In der Schwarzgurtklasse, das ist ja schon was, bin der Europameister geworden. Parallel habe ich auch in der Schwarzgurtklasse gekämpft. Bin der Grand Champion geworden, das heißt also Sieger über alle Klassen. Das war gut. Und so, was haben wir hier in Mannheim? Wie bist du überhaupt zum Kickboxen gekommen? Also zum Kickboxen, wie gesagt, ist erstmal das Wort Kickboxen ist eine Wettkampfdisziplin. Also das Kickboxen war, wenn man ein bisschen Ahnung hat vom Kampfsport, war vor 30 Jahren noch ein bisschen anders Bezeichnung, Kontaktkarate oder Karate. Also bin ich angefangen, fing es auch mit Interesse mit Bruce Lee und so Sache. Ja. Dann habe ich parallel erstmal Judo gemacht, dann parallel Karate, wie es noch hieß früher. Und wie gesagt, dann hat sich das reingeschaltet von traditionelle Karate, dann langsam in die Semikontaktbereiche, Nullkontakt, dann immer mehr in den Leichtkontaktbereich. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt boxe, dann ins Vollkontakt meine. Das habe ich dann lange genug getrieben. Ja. Und wie gesagt, auch ziemlich erfolgreich. Dann habe ich mal ein bisschen, letztes Jahr mit Cutters hingelassen. Hat mich ein bisschen motiviert wieder, Schüler wieder die Schule zu machen. Dann habe ich gesagt, gut, dann setzen wir es nochmal an. Und dann alles wieder aufgemischt. Ja. Du hast gerade eben 2 Begriffe gebraucht. Semikontakt und leichten Kontakt. Ja. Wie muss man sich das eine und wie das andere vorstellen? Ganz einfach. Wie gesagt, man kennt das Fechten. Wenn man das Mittel vergleicht, das Fechten ist ja auch mehr 1 und 2, dann wird gestoppt. Wenn man jedes Mal einen Treffer kriegt, wird man wieder zurückgezogen. Nach jedem Treffer werden die Punkte bewertet. Und beim Leichtkontakt wird durchgekämpft, die komplette Zeit. Aber es darf kein K.O. entstehen, so wörtlich gesehen. Ja? Aber die Zeit wird durchgekämpft und am Ende werden die Punkte gegeben. Auch wenn kein Kontakt? Da ist Kontakt. Kontakt ist bei beiden Sportarten. Nur beim Semi wird eben nach jedem harten Treffer gestoppt. Okay. Keine Werbung. Das ist ja was. Ne? Ja, so. wenn du jetzt demonstrierst oder jetzt hier mit deinen Sportkameraden kämpfst,
Wie nah kommst du denen, wenn es keinen Kontakt gibt? Sind es Millimeter, sind es Zentimeter? Oder? Nein, wir, also der Kontakt sieht man, wir haben ja Ausstattung, das ist das A und O, weil es ist ja ein Kontaktsport. Nur, wie gesagt, man kontrolliert das, gerade bei einem Nachwuchs oder so, dass man kontrolliert, leicht zuschlägt. Beim Kratzen in der Karate halt man es vorher an. Ja? Klar, wie gesagt, beim LK oder VK, da ziehen wir auch ein bisschen härter zu. Aber das wird ja geklärt, mit wem man trainiert. So einfach ist das. Das ist so einfach, ja. Jetzt ist es so, es gibt ja nicht nur Schlagtechnik, es gibt auch Fußtechniker. Wie hoch kommst du so mit? Also ich bin jetzt ein paar Zentimeter größer als du. Du kannst ja gerne mal testen, wie hoch ich noch komme. Okay, machen wir. Okay, fangen wir mal ganz ruhig zu stehen. Jetzt machen wir mal, kennt jemand noch Van Damme? Ja. Also Grundkicks, da haben wir sowas gemacht, Halbkreis. Jetzt machen wir das auch mal. Das sind die Standardkicks bei mir. Ja. Jetzt gehen wir noch mit höher. Jetzt machen wir mal sowas. Ja. Mal gucken. Jetzt ist die Nase rein. Stand, noch nichts getrunken. Ich streichen, ne? Okay, reicht ja. Achtung, vorne. Guck mal, sind die Sprünge neu. Dann noch. Oh, gut. Oh, warte mal. Was? So, was war's? Ja. Das ist noch nichts so drin. Also, passt noch. Ist jemand da, der es nachmachen könnte? Dann ich einen Synchrotypen später, wo wir sind. Ja, Rainer, du hast gerade eben gesagt, okay, Kickboxen sagt man einfach so, Kampfsport trifft eher. Kampfsport ist auch irgendwo Selbstverteidigung. Ja, also was ist an Kickboxen oder Kampfsport, also das, den Sport, den ihr betreibt, so besonders gut für die Selbstverteidigung? Der Punkt ist, ich habe zum Beispiel Kickboxen selber, beziehe ich ja immer auf Wettkampf, das ist ein Wettkampfsport. Wie man es hört, Wettkampfsport. Das heißt, Sport, wenn wir Sport machen, wir wollen das auf Turnierebene machen. Aber der Aspekt der Selbstverteidigung bleibt ja in der Kampfsportart auch irgendwo drinnen. Und das unterrichte ich ja auch im Endeffekt. In heutiger Zeit ist es auch noch wichtig, dass die Leute sich ein bisschen real damit auch auseinandersetzen. Aber wie gesagt, mit Sport gibt es Regeln. Und die, die Sport machen, die machen es auch nur Sport. Die werden auch niemals auf der Straße ihr Können brauchen, wenn es nur eine Notwehr ist. Aber sonst nicht. Aber in heutiger Zeit, sage ich wie Kinder, Maxi, ihr habt es ja auch immer gesehen, ich lege da viel Wert bei den Kindern, dass wir sich auch verteidigen können. Der sportliche Aspekt ist wichtig, aber auch, dass wir uns selbstbewusst, dass wir auch wissen, mit so einer Saison umzugehen. Das ist auch nur. Finn und Elias sind 8 Jahre alt, machen das 2 bis 3 Jahre. In welchem Alter wäre es für Kinder, gerade richtig zu Beginn, nicht zu jung, aber auch noch nicht so, dass wir in andere Sportarten abgewandert sind. Ja, wie gesagt, im Kampfsport gibt es kein Alter. Wie gesagt, man kann von jung bis alt auch einmal so früher, so besser ab 4 fangen schon mal an. Das sind aber dann sowieso eine Krabbelgruppe, wo man dann schon die Basis reinbringt, ist Fallen, ein bisschen ein paar Schläge, ganz leicht, aufs Grasnell aufgebaut und dann wird es immer mehr reingebaut ins Training. Je größer sie werden, desto mehr kommen die Abläufe ins Training. Sagt man bei Kindern, es dauert etwas, bis die Koordination stimmt, ist die Verletzungsgefahr nicht besonders groß. Was sagst du Eltern, die sagen, ja, ich könnte es mal probieren, aber also, nicht, dass die sich gegenseitig Köpfe eindrehen? Das passiert definitiv nicht bei uns. Wie gesagt, die Ausstattung ist A und O, aber wie gesagt, auch ein bestimmtes Alter machen Kinder eh noch keine Kämpfe bei mir. Und wenn, wie gesagt, machen sie erstmal die Grundschule. Also da ist das traditionelle Training wichtig, wie gesagt, Karate, Taekwondo, um ein bisschen das Gefühl einzukriegen, die Technik lange. Und da, wie gesagt, mit dem Alter steigert sich das ins Training rein, dass du dann langsam diese Null kommt, dann kommt man zum Beut, so ganz gut spielerisch, und so baut sich das Training auf, wie gesagt. Kommen wir nochmal zu dir, solange du noch Luft hast. Du hast diverse Gürtel mitgebracht. Die sind auch schon begutachtet worden von den Gästen hier. Wofür sind die einzelnen Gürtel? Wofür waren die? Die meisten Gürtel, die ich jetzt hier habe, sind nicht, wie gesagt, alle. Meine Trophäen kann ich auch nicht alle mitbringen. Das wollen wir zu meiner aktiven Laufbahn. Das sind jetzt ein paar Profi-Weltmeistertitel noch zu meiner aktiven. Die größten Weltverbände sind es teilweise. ISK, WKO, WMO, von Thai Kicks, von Thai, was ich gekämpft habe. Sieht man, da war ich auch ein bisschen leichter, wo ich noch jünger war. Das sind so drei von meiner Erfolge. Wie lange kann man den Sport eigentlich ausüben? Wie gesagt, es liegt immer, den Sport kann man ziemlich lange ausüben. Jetzt, klar, in professioneller Ebene muss man auch wieder seine Grenze setzen. Jetzt gerade im Ringsport, also, da ist man mit 40 schon ein bisschen zu alt langsam. Klar, ich setze mal das Ziel nochmal, Weltmeister zu werden. Aber wie gesagt, auch du hast die Grenze gesetzt.
Bis jetzt habe ich gezeigt, dass es noch geht, aber irgendwann ist mal vorbei. Dann gibt es eben die andere Variante, wie gesagt, als Semi und Leicht gibt es aber auch für uns langsam Klassen, wo Veteranenklasse sind, weil man im Endeffekt noch ein paar, so wie uns, so lange in den Sport gehalten wird, dann machen wir da eben eine Veteranenklasse ein bisschen mit. Aber wie gesagt, es gibt für jede Klasse, Altersklasse im Endeffekt. Nur dann auf professioneller Ebene ist irgendwann nochmal vorbei. Was steht als nächstes an? Wenn wir noch wissen. Wie gesagt, wir haben jetzt im Endeffekt diese Samira, Finn und so, die haben sich auch selbst nochmal qualifiziert letztens vor zwei Wochen für Deutsche. Die sind jetzt für die WM in Italien qualifiziert. Samira ist noch parallel noch für die, weil sie ja noch deutsche Meisterin in einem anderen Verband ist, ist sie nochmal genau Obermeisterschaft qualifiziert in November. Das steht jetzt an. Und du selbst für dich, was gibt es da? Wie gesagt, mein Ziel ist nochmal Weltmeister zu werden. Wann könnte das sein? Ich könnte in zwei Wochen sein. Weil wie gesagt, das ist noch in Absprache. Das wird sich zeigen. Okay, dann haben wir dich in vier Wochen wieder hier. Okay. Alles klar, ich bedanke mich bei Rainer Manns und seiner Kampfsporttruppe und bitte Sie, die Herren und Damen, die Dame gebührend zu verabschieden. Vielen Dank. So, jetzt haben wir etwas gehört und gesehen über Sport und jetzt haben wir noch etwas Dezenteres für die Ohren. Ich bitte den Bernd Grassmann jetzt hierher, damit er uns diesmal kein Gedicht vorsagt, sondern uns etwas singt. Also nicht nur Mundart, es gibt dann halt mit unserer Region natürlich Internationales. There's a light certain kind of light that never shone on me, and I want my life to be live with you. Oh, live with you. Ah, there's a way
zweiten Teil, aber bevor der startet, möchte ich gerne den Gastgeber des heutigen Abends vorstellen, Herrn Tunçay Atacan. Die meisten ihn kennen, sagen Toni zu ihm, aber Tunçay ist ein richtiger Name. Komm her, bitte, lass dich begrüßen. Und er hat uns das hier zur Verfügung gestellt, ist auch tatkräftig dabei, macht im Prinzip alles. Vom Podest aufbauen bis über das Besorgen des großen Monitors. Aber das kann ich Ihnen jetzt auch alles selbst sagen, wie alles zusammenhängt. Ich übergebe mal das Mikrofon an Herrn Atacan. Ich bin nicht so ein guter Redner, vor allem vor so viel Publikum. Aber ich möchte Sie natürlich hier in dem Europa herzlich willkommen heißen. Es ist schön, Sie hier zu haben und auch natürlich mit der Idee, dass man hier gemeinsam alt werden können in Sache Sport und graue Haare bekommen, ja, und gemeinsam. Ja, also ich freue mich riesig, dass wir diesen Programm oder diese Veranstaltung begonnen haben vor 14 Tagen. Ich bin sehr glücklich, dass es vielleicht auch langfristig traditionelles wird und in verschiedene Bereiche des Sportes. Sport okay. Ist gesund, wissen wir, im Kopf und auch im Körper. Und das hält mich auch hier fit, auch in der Gastronomie leben, ja, ist ja nicht so ganz einfach. Und gut. Mit euch gemeinsam, mit dieser Veranstaltung, hoffe ich, dass ich die nächste 10 Jahre noch gemeinsam mit euch alt werden darf. Ja? So, und dann hätte ich gern auch, so wie es unsere Sponsor, auch der Weltebräu, uns darum gebeten hat, dass wir auch Sportweizen hier als Begrüßungsgetränk mal eine Runde geben sollen, weil das wäre auch sehr gesund. Ja? Wir wollen das jetzt auch mal, ich weiß nicht, ob das schon soweit ist, würde ich gerne Sie herzlich auch einladen zu einem Trunk oder wie man das sagt. Das alles gesagt. Ja. Ja. Und einen besonderen Beifall können wir Sie herzlich machen. Danke. Vielen Dank. Das kann übrigens jeder trinken, ist alkoholfrei. Ein zweites kann ich mal unsere nächsten Gäste begrüßen. Es wird jetzt zunächst sein Nick Drienemeyer vom Faustball. Nick, vielleicht kommst du schon mal her. Platz. Dann freue ich mich ganz besonders vom Synchronschwimmen Frau Hunzhammer hier zu haben. Frau Charlotte Hunzhammer, die wir jetzt in die Mitte nehmen. Bitte? Jawohl. So, und dann haben wir eine Sportart. Also, ich habe mir sagen lassen, man müsste sie kennen. Es wäre schon, es gehört eigentlich zum sportlichen Grundnahrungsmittel, das zu wissen. Ich kann es trotzdem nicht. Das ist Quidditch. Wer es nicht weiß, es muss zumindest mal anfangen, Bücher zu lesen in Harry Potter. Und dazu begrüße ich heute Abend Herrn Felix Gut, der uns in die Reise einweihen wird. So, also ich beginne jetzt mal mit dem Mann, der wahrscheinlich hier die meisten Lorbeeren bisher eingeheimst hat. Wir haben hier einen waschechten Weltmeister, Europameister, mehrfacher deutscher Meister, Champions Cup-Sieger. Wahrscheinlich habe ich schon einiges vergessen. In jedem Fall aber auch Nominierte zum Sportler des Jahres der Stadt Mannheim. Nick Drienemeyer. Also er hat Erfolge wie kaum ein anderer in einer Sportart, die leider noch etwas am Rand steht, aber die sich langsam nach innen bewegt. Nick, wenn ich dich frage, was ist der Unterschied zwischen Faustball und Volleyball? Was würdest du antworten? Also die Frage bekomme ich oft, oder haben Sie schon oft gestellt bekommen. Genau, weil viele Leute Faustball noch nicht gesehen haben oder nur mal irgendwie so im Vorbeigehen und dann oft sagen, das ist doch ein bisschen wie Volleyball. Und so steige ich dann oft auch ein und man kann es wirklich gut erklären. Volleyball, der große Unterschied ist, dass bei uns im Faustball der Ball auf dem Boden aufspringen darf zwischen den Ballkontakten. Dementsprechend ist unser Feld deutlich größer als im Volleyball. Und so von der Spielidee nehme ich dann noch eine zweite bekannte Sportart häufig mit rein, ist Tennis. Also wir versuchen auch, die Punkte so zu erzielen, den Tennisspieler entweder Stops zu spielen sozusagen oder eben den Ball dorthin zu schlagen, wo der Gegner nicht steht. Bei uns wie im Volleyball stehen sich aber auch zwei Mannschaften, bei uns auch 5 Spielern,
gegenüber, die über den Netz den Ball schlagen. Und der TV Käfertal ist Pausdorf Bundesligist. Es gibt auch noch einen wesentlichen Unterschied zum Volleyball. Es gibt eine Hallenrunde und eine Feldrunde. Wie groß ist da der Unterschied zwischen beiden Geläufen? Also im Endeffekt trotzdem die gleiche Sportart. Es gibt aber schon taktisch Unterschiede und die sind dann auch, ja, wirken sich so aus, dass es manche Mannschaften gibt, die klare Hallenspezialisten sind und andere sind im Feld besser. Es wird aber kaum vorkommen, dass eine Mannschaft, die jetzt in der Hallensaison in der ersten Liga vorne mitspielt, dass die im Feld in der gleichen Besetzung in der zweiten oder dritten Liga werden. Die sind dann vielleicht nicht dabei um die deutsche Meisterschaft, aber die spielen trotzdem gut mit. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber es macht, gerade wenn es dann um die Titel geht, macht das schon was aus. Du bist amtierender Weltmeister. Die Weltmeisterschaft war vor einem Jahr, vor zwei Jahren? Die Weltmeisterschaft war vor drei Jahren, schon 2015. Letztes Jahr waren die World Games. Genau, auch eine, ja, eben keine Weltmeisterschaft, aber eine Art Olympische Spiele für die Sportarten, die noch nicht olympisch sind. Also die die olympische Anerkennung haben, aber noch nicht auf dem olympischen Niveau sind. Und kann man sich da auch so vorstellen. Alle möglichen Sportarten, ich weiß gar nicht, ob Kickboxen auch dabei ist. Ja, auch dabei, genau. Viele Sportarten, die am Aufstehen sind, da versuchen, da reinzukommen. Eben auch in einer Stadt mit Art Olympischen Dorf, World Games Dorf. Das war letztes Jahr. Und nächstes Jahr ist die nächste Weltmeisterschaft in der Schweiz. Gehört Deutschland wieder zum Favoritenkreis oder wird es schwerer werden als Titelverteidiger? Ich denke auf jeden Fall, dass wir zum Favoritenkreis gehören. Das ist auch das Ziel. War aber im Fußball dieses Jahr auch so. Genau. Wir haben vor, es besser zu machen. Schlechter geht es auch nicht. Jetzt spreche ich mal hier bei uns von der Randsportart. Faustball, ist es nur in Deutschland so, dass die angrenzenden Länder wie jetzt Schweiz oder Österreich, da habe ich mir sagen lassen, wird es stärker vertreten? Also Österreich als ein kleineres Land von der Fläche, gerade Oberösterreich, gibt sehr viele Vereine, die sind auch sehr aktiv im Schulsport. Da ist wirklich Faustball eine der Sportarten, die im Schulsport betrieben wird. Und dadurch, dass vielleicht dann die österreichischen Faustballer auch das Glück haben in dem Fall, dass es nicht ganz so viele Mannschaftsballsportarten gibt, in denen die Österreicher absolut Weltspitze sind. Da haben wir natürlich in Deutschland riesengroße Konkurrenz mit dem Handball, Fußball, Volleyball, Eishockey, wie auch immer. Dass sie natürlich dann präsenter sind. Also da kommen dann auch mal Meisterschaftsspiele auf dem ORF Sport oder so, wovon wir im Moment noch träumen können. Es war ja kein geringer als einer unserer Bürgermeister, Lothar Kwas, der gesagt hat, er betrachtet Faustball nicht mehr als Randsportart oder für ihn sei es keine Randsportart mehr. Die Präsenz dieses Sports in Mannheim war ja in den letzten Jahren sehr stark. Würdest du trotzdem Faustball immer als Randsportart bezeichnen oder sagst du, wir sind schon etwas vom Rand weggerückt, mehr in die Mitte? Ich würde es jetzt gar nicht so festmachen, ob es eine Randsportart ist oder nicht. Ich glaube, wie andere Sportarten auch, es ist eine sehr, sehr attraktive Sportart. Ich glaube, die Leute, die jetzt auch in Mannheim dabei waren, ich glaube, du sprichst zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft Anfang des Jahres an, wo in der GBG-Halle 1500, fast 2000 Zuschauer da waren und sich die Spiele angeschaut haben. Riesenkulisse. Ich glaube, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, dann würde jetzt kaum einer auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt eine Randsportart, weil natürlich denen immer so ein bisschen anheftet, dass das dadurch, dass weniger Leute machen, weniger im Fokus ist, auch keine entsprechenden Leistungen gezeigt werden. Und da bin ich schon für selbstbewusst. Ich finde unseren Sport richtig cool, der macht Spaß zu spielen, und macht auch Spaß, den anzuschauen. Kann ich bestätigen, ich habe ja schon ein paar erlebt. Es ist ein körperlicher Sport, es braucht allein Beweglichkeit. Für wen würdest du den Sport als besonders geeignet erachten? Muss man bestimmte körperliche Voraussetzungen mitbringen oder sagst du, das kann eigentlich jeder machen? Im Prinzip kann es jeder, also kann jeder machen. Gibt natürlich auch wieder Voraussetzungen, die einen vielleicht zu einem besseren Faustballer machen als jemand anderen. Genauso wie im Basketball, wenn man dann nicht eine gewisse Größe hat, wird man wahrscheinlich nicht in die Weltspitze kommen. Das ist bei uns im Angriff auch so, da ist es von Vorteil, wenn man von der Körpergröße ja, ein gewisses Maß mitbringt. Natürlich, Schnelligkeit ist bei uns wichtig, wir haben ein recht großes Feld abzudecken. Die Schnellkraft auch in den Angriffsschlägen, hat schon viele Attribute, die man braucht, um wirklich guter Faustball zu werden. Aber um Faustball zu spielen,
Das kann jeder, also auf allen Niveaustufen macht der Sport viel Spaß und ist auch leicht zu erlernen. Jetzt kann man ja mit dem Faustball kein Profi werden. Du bist Bundesligaspieler, bist Nationalspieler, hast noch ein paar andere Belastungen. Wie lange wirst du das noch mitmachen? Also Faustball spielen sehe ich im Moment noch nicht, dass ich das irgendwie aufhören werde. Auch die Doppelbelastung. Ja, also im Moment auf jeden Fall noch. Die Weltmeisterschaft ist ein großes Ziel. Dann hat es die World Games angesprochen letztes Jahr. Das war für mich ein Riesenerlebnis, einfach von dem ganzen Drumherum. Das könnte ich mir gut vorstellen, also jetzt in der Nationalmannschaft noch 3 Jahre weiterzumachen. Ja, und da muss man schauen, da bin ich 32. Junger Mann, ne? Okay, vielen Dank. Das war ein interessanter Einblick in den Faustballsport. Und wir hoffen, dass der Nachwuchs für den TV Käferland, für den du da spielst, dass es keinen Mangel gibt. Nick Drehmeier, Weltmeister und Obermeister im Faustball. Sonst habe ich trotzdem noch die Frage an dich, Nick. Was würdest du hinter einer Sportart vermuten, die man beschreibt? Man braucht Kraft eines Bodybuilders, die Ausdauer eines Läufers, die Schnelligkeit eines Schwimmers, die Beweglichkeit eines Kunstturners und so weiter. Was könnte das für eine Sportart sein? Ganz 50-50 Chance. Entweder ist es Quidditch oder ist es ein Kunstturner. Ja, okay. Passt wahrscheinlich auf beides. Es ist. Vielen Dank für die Vorlage. Ja, also ich freue mich riesig, dass heute Frau Hunzhammer da ist. Wir haben im Vorfeld zweimal telefoniert, es war zweimal sehr angenehm und davon bin ich überzeugt, dass es jetzt genauso sein wird. Ja, also man braucht Kraft eines Bodybuilders, ich wiederhole es gerne nochmal, die Ausdauer eines Läufers, die Schnelligkeit eines Schwimmers, die Beweglichkeit eines Kunstwerkers und die Grazie einer Ballerina. Und wie schafft man all das und muss ständig dabei lächeln? In den vielen Trainingseinheiten halt, weil wir können pro Trainingseinheit nur eins trainieren. Da tun wir einmal halt nur zum Beispiel die Ausdauer trainieren, das heißt der normale Schwimmer die Kondition, also nur das Bahnschwimmen. Genauso haben wir dann das Balletttraining, das Krafttraining und das Synchronschwimmen an sich als Training. Das sind halt viele Trainingseinheiten für sich. Also ich frage jetzt stellvertretend für all die, die jetzt keine Ahnung vom Synchronschwimmen haben. Ne? Synchron heißt ja gleichzeitig oder in ihrem Fall gemeinsam. Wie kann man das trainieren, wenn man die meiste Zeit unter Wasser ist und den anderen kaum sieht? Ja, es ist so, also die Türen, die wir schwimmen, sind komplett von Anfang bis Ende ausgezählt. Jede Bewegung hat eine Zahl. Okay. Eine Zahl immer von 1 bis 8, den Rhythmus entsprechend des Liedes, auf das wir schwimmen. Aber trotzdem hat jede Bewegung eine Zahl. Und deswegen könnten wir zum Beispiel die Kühe im Wasser auch ohne Musik schwimmen. Weil wir genau den Takt... Ist die Musik nur für die Zuschauer? Wir haben aber auch unter Wasser die Musik, muss man mal dazu sagen. Sie hören sie auch unter Wasser? Wir hören, also wenn wir Kühe trainieren, hören wir über und unter Wasser die Musik. Und wie verständigen Sie sich? Gibt es Kommandos, die so geheime Kommandos, die der Zuschauer gar nicht bekommt? Unter Wasser gar nicht. Also im Wasser gar nicht. Das wird alles vom Hahnland abgesprochen. Im Wasser haben wir wirklich nur noch unsere Zahlen und unsere Musik. Also das heißt, muss alles passen. Wenn es auseinanderläuft, dann ist es so. Dann läuft es auseinander. Dann war es so. Wie oft kam das bisher vor? Selten. Selten. Okay. Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt so eine Kühe beginnt. Dann beginnen wir am Beckenrand, ja, mit so einem kurzen Tanz, bevor wir im Prinzip dann bis zusammen ins Wasser springen. Und dann gehen die restlichen circa 3,5 bis 4,5 Minuten, finden dann der Rest im Wasser statt. Und die Hälfte davon unter Wasser. Okay. Und wenn Sie jetzt eine neue Kühe einstudieren, beginnen Sie da trocken, mit Trockenübungen? Es wird immer grundsätzlich trocken aufgebaut. Im Wasser dann angefangen zu trainieren und dann fällt uns im Wasser ein, oh, das passt nicht, das ist nicht so geschmeidig, das müssen wir abändern. Das Feine kommt dann im Wasser, aber aufgestellt wird es grundsätzlich anders. Also wenn es dann nicht klappt, raus aus dem Wasser, nochmal probiert oder? Oder die Ideen im Wasser ausprobiert, wie man es ändern kann. Ah, okay. Wie sieht so eine Ausgangsposition aus? Können Sie das auch mal vormachen oder ist es jetzt...
Also ohne Wasser jetzt. Also was Sie trainieren oder was Sie sagen, wir probieren das mal, bevor Sie ins Wasser gehen. Kann man das tun? Vielleicht zu zwei. Ihre Tochter ist ja auch heute hier. Nee, wir machen Stehproben an Land. Das heißt zum Beispiel, wenn wir ein Ballettbein machen, das heißt, also so. Okay, genügt schon, ja. Ja, dann wir zeigen die, die Beinbewegung sowie die Armbewegung können wir an Land anzeigen. Okay. Da wissen wir genau, wenn wir dieses Zeichen machen, weiß jeder, was für eine Bewegung das ist, im Wasser. Ja, jetzt ist ja der, Ihr Verein, der volkstümliche Wassersportverein Mannheim, so heißt er, glaube ich. Ja, aber der schon seit über 100 Jahren existiert. Ja, habe ich ja sagen lassen. Mhm. Und Synchronschwimmen gibt es auch eine ganze Reihe von Jahren. Ich glaube an die 50 Jahre in ja. Mannheim, ja. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Synchronschwimmen ist ja olympisch, ja. Aber nur für Frauen, nur für Damen. Nein. Ich glaube, Weltmeisterschaften dürfen auch Männer mitmachen. Ja, jetzt, genau. Das wurde jetzt letztes Jahr geändert. Genau. An den ersten Weltmeisterschaften in Budapest wurde das geändert, dass ein Mixduett zugelassen wurde. Also es muss trotzdem ein Mann und eine Frau sein. Also es dürfte jetzt kein Pärchen nur Männer sein. Ja. Es muss ein Mann und eine Frau sein. Das war das allererste Mal jetzt international zugelassen. Auch für international gibt es das jetzt schon länger. Also es gab so Aussprüche von Funktionären, dass Synchronschwimmen für Männer sein wieder natürlich. Stehen Sie zu dieser Bezeichnung? Also ich muss sagen, man erkennt kaum im Wasser, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau schwimmt, wenn es also wirklich ein guter Schwimmer ist. Und es gibt international wirklich sehr gute Schwimmer. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, und man erkennt im Wasser nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Obwohl ich es eigentlich ganz ästhetisch finde, weil die bringen das als Tanz rüber. Und am Tanzen an sich findet man jetzt auch nichts Verwerfliches, wenn ein Pärchen zusammen tanzt. Nee. Die zelebrieren ja dann im Wasser dann auch einen Tanz. Okay. Also man, beim Tanzen weiß man ja, das ist halt eine Paardisziplin. Ja. Genau. Aber wie kommt man zum Synchronschwimmen? Also ich muss ehrlich sagen, die allermeisten Synchronschwimmerinnen kommen über das Schnellschwimmen zum Synchronschwimmen. Weil sie fangen in jungen Jahren an, hoffentlich meistens in jungen Jahren, mit dem Bahnschwimmen. Mit dem Schnellschwimmen, da schwimmen sie halt im Training ihre 50, 80 Bahnen und merken ganz schnell, och, das ist mir doch zu langweilig. Immer nur stundenlang diese Bahn rauf und runter zu schwimmen. Egal jetzt in was für einer Stilart. Und so kommen die meisten Mädchen zu uns. Ja. Weil sie dann merken, ah, da gibt es doch noch was anderes, in der Halle nebenan, das sehen sie dann. Und merken, dass er doch ein sehr vielfältiges, wie am Anfang erwähnt, sehr vielfältig und breit gefächertes Training haben. Also schon interessant, ja. Gibt es irgendwelche Nachwuchsprobleme oder sagen Sie, nee, kommt genug? Oder könnten Sie heute ein bisschen Werbung für den Sport machen? Werbung ist nie verkehrt für den Sport, weil es kommen schon viele am Anfang, aber es bleiben dann nicht so viele, weil sie dann merken, dass sie müssen bei diesem einen bleiben, wenn sie erfolgreich werden wollen. Dann müssen sie bei dieser einen Sportart bleiben, weil die 4- bis 5-mal die Woche Training ist anders nicht zu bewältigen. Und die Mädchen, die dann die kommen und die merken dann, dass es viel wird und dann gehen sie wieder und das ist dann halt schade. Wie viele Personen braucht man, um so eine richtig eindrucksvolle Kür? 8. Von 8. 8. Ist das vorgeschrieben? Es ist vorgeschrieben. Also es müssen immer 8 sein? Nein, die Gruppe besteht aus 4 bis 8 und die Kombination besteht aus 4 bis 10 Personen. Oh. Mhm. Und es gibt noch Solo und Duett. Gibt es auch noch, okay. Gibt es in Mannheim auch eine Männermannschaft? Nein. Nicht, okay. Ist eher noch nicht. Also, sollte vielleicht mal. Sind wir rückständig oder nichts anderes? Nein, das nicht. Aber es war schon mal im Gespräch. Also es haben sich schon ein paar Männer bereit erklärt. Also das haben wir schon mitgekriegt, die das gerne machen würden. Aber sehr schnell gemerkt haben, dass es nicht so einfach ist, einfach nur ins Wasser zu gehen und Synchronschwimmen machen zu wollen. Was waren die größten Erfolge des Teams oder der Teams, in denen Sie mitgewirkt haben? Also weißt du, die letzten 20 Jahre mehrfache deutsche Meister, auch in der, also in der Mastersklasse, in 20 muss ich dazu sagen, Europameister, Vize-Europameister, zweimal Vize-Europameister, also es kommen schon ein paar Titel zusammen. Okay, einfach so weitermachen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Frau Michalowne, kurz nochmal Synchronschwimmen. So, jetzt wird das Geheimnis gelüftet, hoffe ich. Gut, Sie sind am Zug. Erklären Sie uns bitte, in wie vielen Sätzen, wie viel brauchen Sie? Was ist Quidditch?
Okay, Quidditch kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Mischung, behaupten wir immer, aus Handball, Rugby und Dodgeball. Das heißt, Quidditch spielt man auf einem 33 auf 55 Meter großen Feld. Auf diesem Feld sind dann beiden Enden drei Ringe angebracht. Drei Ringe, habe ich richtig? Ringe, ja. Ah, okay, ja. Die sind auf Stelzen angebracht, auf verschiedenen Höhen. Das Ziel einer Gruppe der Spieler, der sogenannten Jäger, ist es, durch diese Ringe einen, man könnte sagen, Volleyball zu werfen. Es ist mit Absicht ein schlecht aufgepumpter Volleyball. Ich glaube, wir können das mal zeigen. Wir können das gerne mal zeigen. Ich habe einen Kollegen, der das gerne mal herbringen wird. Deren Aufgabe ist es, diesen Volleyball durch diese Ringe zu werfen. Ich habe jetzt den kleinsten Ring von unseren Ringen mitgebracht. Es gibt, glaube ich, mehrere Bälle in diesem Spiel. Es gibt mehrere Bälle. Es gibt den sogenannten Quaffle, mit dem man Tore wirft, indem man ihn durch die Ringe wirft. Das wird von den sogenannten Jägern. Hier sehen wir jetzt einen Ring. Das ist, wie gesagt, der kleinste. Das wäre also im Fußball vergleichbar mit dem Tor, ja? Das wäre ungefähr unser Tor. Also, ja. Hier haben wir den Quaffle. Wie gesagt, ungefähr ein schlecht aufgepumpter Volleyball, kann man sich so vorstellen. Die Aufgabe der Jäger und des Hüters ist es, den Quaffle durch diese Ringe zu werfen. Entsprechend die gegnerischen Jäger und Hüter werden versuchen, das zu verhindern. Zudem wird das verhindert von den Treibern. Die Treiber spielen mit einem Dodgeball, den wir jetzt auch hier dabei haben. Deren Aufgabe ist es, die gegnerischen Spieler mit diesem Dodgeball abzuwerfen, was diese dazu verleitet, dass sie jeden Ball, den sie in der Hand gerade haben, fallen lassen müssen, um zurück zu ihrem eigenen Ring zurückzukehren, bis sie wieder mitspielen können. Man muss dazu sagen, wie Sie schon am Anfang erwähnt haben, das Quidditch kommt ursprünglich aus der Idee aus den Harry Potter Büchern, in denen man auf Besen durch die Lüfte geflogen sind. Das tun wir nicht. Wir haben allerdings durchaus weiterhin als Handicap einen Besen zwischen den Beinen. Den kann man mit dem sie dann laufen. Also mit dem man läuft. Er sorgt zum einen dafür, dass die Laufmöglichkeiten eingeschränkt werden. Zum anderen sind wir ein sehr kontaktreicher Sport, wie ich schon am Anfang meinte, wir sind auch dem Rugby ähnlich, sodass zum Beispiel der Besen zwischen den Beinen beim Tackling hinderlich ist und dafür sorgt, dass man beim Tackling nur einen Arm verwenden kann. Sollte man diesen Besen verlieren, müsste man auch wieder zurück zu seinen eigenen Ringen. Sie sagen eben, es sei ein kontaktreicher Sport. Es gibt ja keine single-geschlechtlichen Mannschaften. Die sind ja immer geteilt-geschlechtlich. Also es gibt immer Mann und Frau oder Männer und Frauen in einer Mannschaft. Es dürfen nicht nur Männer und nicht nur Frauen sein. Ja, wir sind streng gemischt-geschlechtlich, muss man tatsächlich sagen. Okay. Es sind 6 bis 7 Spieler auf dem Feld, je nach Zeit des Spiels. Und es dürfen nie mehr als 4 Spieler des gleichen Geschlechts auf dem Feld sein. Also für jemanden, der sowas schätzt, will ich genau nicht vorbereiten. Dann gibt es Spieler, habe ich mir sagen lassen, die erst nach einer gewissen Zeit ins Spiel kommen. Das ist richtig, das meinte ich auch gerade, als ich 6 bis 7 Spieler meinte. Die 6 Spieler sind die bisher erwähnten 3 Jäger, 1 Hüter, 2 Treiber und dann haben wir noch den Sucher. Der kommt erst ab der 18. Minute ins Spiel. Dessen Aufgabe ist es, den sogenannten Schnatz zu fangen. Der Schnatz ist ein, man kann es sich vorstellen, wie ein Schiedsrichter, eine unparteiische Person, die als Schnatz fungiert. Diese hat, der Einfachheit halber würde ich sagen, eine Socke hinten in der Hose, in der ein Tennisball ist, die man ihr abnehmen muss, ohne sie dabei zu behindern. Von den Suchern wird versucht, diese Socke mit dem Tennisball zu stehlen. Sollte das gelingen, bekommt das Team das, wenn es gelungen ist, 30 Punkte und das Spiel endet. Nach 30 Punkten ist das Spiel beendet. Okay. Nein. Ist es kein Zeitspiel nach einer bestimmten Zeit, sondern nach, wenn eine gewisse Punktzahl erreicht ist? Nee, es ist so, das Fangen des Schnatzes gibt 30 Punkte und danach wird gezählt, wer hat mehr Punkte. Das Werfen eines Tores gibt 10 Punkte zum Beispiel. Und wenn der Schnatz gefangen wird, ist das Spiel vorbei, egal wie der Punktstand gerade ist. Außer es ist unentschieden, dann wird es weitergeführt. Aber theoretisch hat das Spiel kein Ende, solange der Schnatz nicht gefangen wird. Es gibt kleine Parallele zum Fußball. Es gibt gelbe und rote Karten, aber auch blaue Karten. Richtig. Wofür bekommt man die? Blaue Karten bekommt man für sehr leichte Vergehen. Eine blaue Karte
stellt einen für eine Minute aus dem Spiel. Allerdings, wenn das gegnerische Team in dieser Zeit ein Tor wirft, kann man sofort wieder ins Spiel zurückkehren. Und egal wie viele blaue Karten man in einem Spiel bekommt, man kann immer weiter spielen. Ähnlich wie beim Fußball ist es auch bei Quidditch so, sollte man zwei gelbe Karten bekommen, darf man in diesem Spiel nicht mehr weiterspielen, oder sollte man eine rote Karte bekommen, kann man diesen nicht mehr weiterspielen. Was wäre denn in Quidditch ein leichtes Vergehen, für das die blaue Karte gibt? Nun, es wären hauptsächlich technische Vergehen, die man jetzt falsch gemacht hat. Da gibt es Verschiedenstes. Es könnte sein, dass man unabsichtlich einen Ball, wie gesagt, wir haben verschiedenste Bälle und verschiedene Positionen, ist es nur erlaubt, ihren eigenen Ball der ihr zugeschriebenen Position zu verwenden. Sollte man jetzt zum Beispiel als Jäger aus Versehen einen Bludger in die Hand nehmen, zum Beispiel, wäre das ein Foul. Solange man damit aber nicht wirklich ins Spiel eingegriffen hat und seinen Fehler erkennt, kann man dafür eine blaue Karte bekommen, weil man einen Fehler gemacht hat, der ein technisches Foul quasi darstellt. Hört sich sehr anspruchsvoll an, diese Fischung dann. Dieser Ring oder dieses Tor, ist das jetzt in der Originalgröße und in der Originalhöhe oder ist das nur für uns zur Veranschaulichung? Das ist die Originalgröße des kleinsten der drei Ringe. Des kleinsten? Welche Tour? Aus dem Durchmesser ist 80 cm oder so? Sowas. Und das größte, wie hat der als Durchmesser? Die Durchmesser sind alle gleich, sie sind nur an verschiedenen Höhen angebracht. Das heißt, im Prinzip, was sich unterscheidet, ist die Stange unten. Okay, Sie vertreten ja heute Abend die Mannheimer Greife. Wann hat sich dieser Verein gegründet? Wir sind ein sehr junger Verein, wir haben uns jetzt vor 2 Jahren ungefähr gegründet. Seit wann gibt es Quidditch in Deutschland? Quidditch in Deutschland gibt es auch noch nicht so lange. Ursprünglich ist es aus Amerika, um genau zu sein, aus den USA zu uns rübergeschwappt, wo das ursprünglich quasi erfunden wurde. Man muss aber sagen, in Deutschland und auch in Europa ist Quidditch noch nicht sonderlich lange zugegen. Man muss auch sagen, zum Beispiel jetzt hatten wir dieses Jahr unsere ersten Europameisterschaften, was einem schon zeigt, sonderlich lang gibt es uns noch nicht. Das muss man schon sagen. Ja. Wie groß ist Ihr Verein, wie viele Spieler oder wie viele Mitglieder hat der Verein? Nun, aktuell sind wir ungefähr, würde ich sagen, 22 Spieler. Sie können noch welche gebrauchen? Wir können noch massig gebrauchen. Also, dann war die heutige Veranstaltung für Sie ja genau richtig. Zum Band, wie im Sponner, genau für Sie auch. Ich bedanke mich sehr, gut bei Ihnen für die Veranstaltung. Ich glaube, etwas mehr wissen wir jetzt schon drüber. Deswegen heißt es, die Show auch besser wissen. Wir sollen alle etwas klüger rausgehen, als wir reingekommen sind. Felix Gut von den Mannheimer Greife. Wenn ich jetzt den Programmablauf richtig im Kopf habe, kommt jetzt nochmal der Band. Okay, begonnen hat es mit Mundart, enden wird es auch mit Mundart. Diesmal nochmal als Song. Blume im Asphalt. Thank you.
Thank you.
Punkt. So. Wer war der Letzte? 50 Fehler noch. An die Alkoholiker, gibt es dazu oder was? Dann, also wir warten mal noch einen Moment, wenn ich dann... Nein, alles klar, dann warten wir mal, vielleicht will er sich noch, wenn ich ziehe, mal nachher nochmal eine. So, das war's. Bei uns heute, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an unsere Gäste, die Trine Meyer, Frau Schallert-Hunshammer, Herr Felix Guth und natürlich auch an die Truppe, die schon gegangen ist, die Sportschule von Rainer Manns. Vielen Dank auch an unsere Technik, der Matt, der Dennis und auch natürlich der Lothar Winter. Und vielen Dank auch an Ben Kastner nochmal. Kommen Sie gut nach Hause, Sie müssen es nicht leicht tun, Sie können noch etwas hierbleiben und ansonsten sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Das Thema ist dann Verbandsliga in der Metropolregion. Vielen Dank.